Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Heute hier in einem ZVP auf den Ruinen von Seras. Und wir haben hier links unten gespawnt in Rot den Zerg vom Team PsyStorm Gaming, glaube ich. Ne, genau, PsyStorm Gaming. Es ist No Regret. Und sein Gegner hier auf der anderen Seite, der blaue Zerg. Hier passend für diese Erweiterungsstufe hat er sich Legacy genannt. Und der hat hier, mal schauen, was er vorhat, ob er hier ein... Oh, wir sehen erstmal einen Doppel-Extraktor-Trick hier. 16 von 14, das war mir gerade gar nicht aufgefallen. Da müssen wir erstmal drauf eingehen. Interessant, der wollte sich also hier Zeit für den Overlord kaufen oder er hat es einfach verpasst, den Overlord früh genug zu bauen. Kann beides sehr gut sein. Wir sehen allerdings jetzt hier, dass die Echse kommen soll. Und das passt eigentlich ziemlich gut vom Timing. Vielleicht hat er das doch gewollt mit doppelten... Extraktor-Trick. Das heißt, also für alle, die nicht wissen, was das ist, man kann hier mit seinen Drohnen natürlich einen Extraktor bauen. Und diese Extraktoren im Bau sind, hat man wieder Supply frei, um zwei weitere Drohnen zu bauen. Und dann bricht man einfach diese Drohnen ab. Ups, jetzt habe ich B gedrückt für abbrechen. Das wollte ich nicht. Bricht man einfach diese Drohnen ab, also diese Extraktoren ab. Und dann hat man 16 von 22 oder 16 von 14 Supply. Und ja, so ist das dann. So funktioniert dieser Trick. Ganz einfach eigentlich. Wurde früher viel gemacht, weil dann alle dachten, Mensch, das ist ja ein cooler Trick, aber so viel bringt es nicht, weil man ja auch Mineralien verliert. Man bekommt ja nur drei Viertel der Kosten wieder zurück für den Bau des Extraktors und eigentlich kann man auch direkt den Overlord bauen. Ja, wir sehen jetzt hier ein Gateway, Gas und dann die Echse von Legacy und dann soll es hier den Scout geben. Scoutet wird auch parallel hier mit den Overlords. Das wird allerdings dauern, bis er den gefunden hat, denn beide sind natürlich cross-gespawnt. Pool kam jetzt hinterher, Gas wird schon gemeint. Ich denke, wenn der Pool durch ist, reicht es noch nicht ganz für Speed. Das heißt, ein bisschen wird das wohl dauern. Und ich glaube, es wird dann auch kein so direktes, aggressives Opening, wobei noch keine dritte kommt. Gegen Protoss kann man ja eigentlich mal eine sehr, sehr schnelle dritte spielen. Das ist eigentlich nicht so riskant. Das Einzige, was natürlich sein kann, ist, dass Adepten kommen. Aber man muss diese dritte ja nicht saturieren, aber man hat einfach mehr Larven zur Verfügung. Das hilft eigentlich schon immer ungemein. Wir schauen mal, fährt diese jetzt rüber? Nein, das soll hier direkt erstmal in der Natural gemeint werden. Adept kommt auch tatsächlich auf der anderen Seite. Ist aber jetzt auch nicht so eine große Überraschung. Die Adepten sind ja wirklich extrem stark. Das sieht man ja eigentlich in jedem professionellen Match bisher. Ich frage mich ja, wann der Patch kommt. Wahrscheinlich nach der Dreamhack. In dem ja schon angekündigt ist, dass Adepten genervt werden und dass Photon Overcharge genervt wird. Mal schauen, wie danach Protoss performt. Hat ja am Anfang von Legacy of the Void gedacht, dass Protoss die schwächste Rasse ist. Inzwischen sieht es so aus, als wären sie schon die stärkste. Wobei das eigentlich vor allen Dingen für das Early Game geht. Mit der Verteidigung, die einfach extrem stark ist. Mit dem Photon Overcharge. Und mit dem Angriff, der parallel durchgeführt werden kann mit den Adepten. Und damit kann halt Protoss extrem viel Schaden machen. Ich glaube, im Late Game sind sie gar nicht so stark. Da sind schon Ultralisken, Brutelords, Liberator und so mindestens genauso stark. Aber gerade im Anfangsstadium ist der Protoss schon wirklich extrem gut dabei normalerweise. Wir sehen jetzt hier den Adepten, der die dritte Basis scoutet und jetzt hier losfährt, um ein paar Worker-Kills zu sammeln vermutlich. Nein, er wollte erstmal nur scouten, hat gesehen, dass die Queen direkt in Position, das geht nicht gut aus für mich. Zergling-Speed ist jetzt gleich durch, 16 Zerglinge im Bau, damit kann er natürlich den Adepten zurücktreiben und die Frage ist, ob er damit auch selber aggressiv werden kann. Das wird jetzt abgebaut werden, denke ich. Ja, das würde keinen Sinn ergeben. Hier gibt es allerdings eine Wall, die Wall ist auch zu, wenn jetzt hier noch ein Zealot hinkäme oder ein Adept, eins von beiden. Hier kommt auf jeden Fall der Stalker zurück, der könnte natürlich den Overlord vertreiben, aber er hat ja gesehen, hier sind viele, viele Linge und die kommen jetzt rüber, werden hier diesen Adepten einsammeln, der sollte jetzt schnell seinen Schatten wegschicken, genau. Dann hat er nochmal vielleicht die Chance, wenn er sich hier in eine gute Position manövriert, nochmal wegzukommen. So ist es auch, jetzt steht er hier oben, bringt allerdings auch nicht viel und der Stalker steht nicht in der Lücke, da ist der Overcharge und die Stalker, die Linge kämen durch, der Stalker wurde rausgenommen. Allerdings sehen wir jetzt hier, wie viel Schaden hier schon die Linge nehmen. Hier ist auch wieder ein Paladin, der kann auch Photon Overcharged werden. Wir sehen hier inzwischen, ein Worker ist nur getötet worden. Das ist extrem wenig. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich mehr erwartet. Hier soll es aber gleich mehr geben. Wir sehen jetzt hier 2, 3 und jetzt ist der Mothership Core da. Aber das ist auch ganz nett. Immer eine Sentry rauszunehmen, hilft eigentlich auch immer viel. Die Linge versucht jetzt halt mit ihrer Mobilität hier viel zu reißen. 5 Kills haben wir inzwischen schon gesammelt.
Das ist doch schon wesentlich besser hier. Wir sehen jetzt hier, die Adepten sind da und damit wird hier diese Aggression geklärt werden. Parallel wurde hier allerdings schon hochgedroht. Drei Drohnen haben wir noch. Ja, wobei so ganz hochgedroht wurde nicht, denn es kommen noch ein paar mehr Zerklinge dazu. Aber ich denke, mit denen wird er jetzt hier nicht versuchen, um an die Basis zu rennen. Er wird eher eine Defensive brauchen. Es sollen Hydras hinterherkommen. Interessant. Und eine Evolution Chamber. Wahrscheinlich, ja, ich weiß gar nicht, ob er Nahkampf-Upgrade oder Fernkampf-Upgrades erforschen will. Hier soll es möglicherweise gleich auch durch die Evolution Chamber hier das Bauchbeutel-Upgrade geben. Beziehungsweise Bauchbeutel-Metamorphose. Metamorphose heißt sie ja jetzt inzwischen, weil es ja nur noch einen Overlord betrifft und nicht mehr alle. Damit könnte er natürlich diese Linge in die Main droppen und so sieht. Nee, das soll ein Overlord werden. Das würde mich aber überraschen, wenn hier die Linge stehen. Entweder hat er sich verdrückt oder diese Schrift ist falsch. Ah ne, Overlord-Kokon ist ja auch okay, ne? Ist ja vorher auch schon ein Overlord. Okay, auf jeden Fall hat er jetzt die Linge reingedroppt. Wird jetzt hier versuchen, vorne abzulenken. Und dann hier reingehen, weitere Worker-Kills sammeln. Wir sehen es hier, 6, 7, 8, 9... 9 Kills, 10 Kills werden es jetzt wohl werden, genau. Und jetzt wird er sich zurückziehen wahrscheinlich. Ne, da sind nochmal ein paar mehr Pops, die eingeht. 11 Kills. Vorher hatte er, glaube ich, 12. Vorher hatte er, ich weiß gar nicht, vorher hatte 5 oder so. Auf jeden Fall hat er nochmal einiges an Walker Kills rausgeholt. Das hat sich also gelohnt. Währenddessen hier sehen wir, dass er im Income jetzt deutlich vorne sein wird. Genau, 1800 zu 800. Gut, diese Probes haben gerade nicht gemeint. Ich denke, es wird jetzt schon auf 1200 hier hochgehen für den Protoss. Aber trotzdem ist hier der Arbeiter-Account vom Zerg einfach höher. Und die Transition ist auch schon da. Wir sehen hier Hydras, die jetzt auch schon rüberrennen sollen. Lurker denn ist auch gleich durch. Das heißt, aus den Hydras werden Lurker werden parallel. Soll es hier den Spire geben, mit den Mutas natürlich gebaut werden können. Während er hinten sich hier mit den Lurkern in Sicherheit wiegt. Und ja, mal schauen, was da kommt. Soll jetzt hier eine vierte gebaut werden? Es sieht danach aus. Genau, die vierte kommt jetzt dazu. Es gibt noch keine dritte vom Protoss. Der Protoss möchte jetzt hier wirklich angreifen. Die Stalker rennen weiter nach vorne. Ah, das ist riskant. Aber er hat einen Darkshrine gleich fertig. Das heißt, er könnte gleich die Tees bauen. Und damit natürlich auch sehr viel Schaden möglicherweise anrichten. Stalker sind jetzt hier interessant. Blink haben sie auf jeden Fall und der eine hat sich leider falsch geblinkt. Frage ist, soll es jetzt hier in die Main gehen? Wahrscheinlich ja. Das Warp Prisma kommt dazu. Werden weitere Blinkstalker gewarpt. Und wahrscheinlich soll es jetzt hier reingesprungen werden, oder? Na, erstmal wird auf die dritte gepressured. Wir sehen hier insgesamt, wie viele Lurker? 3, glaube ich. Ja, geht jetzt in die Main geblinkt. Overlords werden rausgenommen, das ist immer nett. Jetzt ist die Frage, kommt jetzt das Force Field auf die Ramp? Das kommt. Jetzt ist die Frage, wie viel Schaden kann hier gemacht werden? Es können natürlich hier immer weiter die Force Fields gesetzt werden. Wir haben keine Ravager. Das heißt, das hilft nicht. Aber wir haben hier unten Lurker und die Lurker können auch auf den Highground schießen. Aber insgesamt reicht das nicht. Die Frage ist, kommen jetzt hier vielleicht Bauchbeutel-Upgrades oder so nochmal? Nee. Also er kommt hier nicht hoch in die Main. Tech geht hier immer mehr down. Force Field sollte jetzt allerdings mal wieder langsam kommen. Force Field ist ausgelaufen. Wir können jetzt hoch. Passt da gerade nicht so ganz auf. Währenddessen kommen die DTs in die Natural. Es gibt keine Detection mehr. Nur noch Spying Crawler, denn der Leertech ist da gegangen. Ich sehe hier nicht, wie das nur gut halten soll. Diese Basis geht auch down. Wir haben jetzt hier nur noch zwei Basen. Hier kommt gerade der Leertech wieder neu. Und wenn er diesen Leertech noch abreißen könnte, dann wäre alles dahin. Wir sehen jetzt 5 Mutas. Die sollen hier Schaden machen. Währenddessen die rennen hier vorne, versuchen hier vorne die Linie, die Basis einzurennen. Aber so viel Schaden machen sie auch nicht. Es kommen jetzt noch die Hydras dazu. Soll also hier ein Base Threat geben. Base Threat ist natürlich immer schön für Muta-Spieler eigentlich. Aber der Spy ist jetzt auch down gegangen. Der Lurker dann geht auch down. Die DTs greifen hier noch das Gas an. Das sollten sie vielleicht lassen und lieber hier in die Natural gehen. Versuchen Sporecrawler abzureißen, Drohnen abzureißen und vielleicht sogar den Leertech. Wir sehen hier immer mehr Drohnen gehen down. Wir haben jetzt hier schon 30 getötete Arbeiter vom Zerg. Hier gibt es allerdings hier eine Basis von Nogret vorne. Das ist aber gewagt, denn seine Armee ist eigentlich nicht stark genug, um hier die Front zu brechen. Ich glaube nicht, dass das so das Erfolgreichste wird. Die Tees machen immer weiter Schaden. Wir sind hier inzwischen 48 getötete Einheiten. Jetzt ist allerdings der Lurker hier und keine Detection mehr. Okay, jetzt ist gleich wieder Detection da. Wir haben jetzt insgesamt 54 getötete Einheiten. Diese Basis wird jetzt hier auch schon gleich wieder rausgenommen. Blinkstalker sind wieder vorne. Die dritte vom Protoss kommt jetzt dazu. Es sind nur noch Mutas da.
Und die Motors können auch nicht mehr nachgebaut werden. Es kann eigentlich gar nichts mehr nachgebaut werden. Hydra denn kann jetzt gebaut werden, weil der Leertech wieder da ist. Aber er hat nicht mal mehr einen Pool. Das wird schwierig. Die Blinkstalker werden jetzt hier drauf gehen. Mit Blinkstalker Micro kann er hier viel reißen. Es gibt allerdings keine Upgrades auf beiden Seiten, nicht? Hydra sind eigentlich ganz gut gegen die Stalker, aber die Anzahl ist einfach zu groß. Und No Regret hat das Spiel verlassen. Damit ist hier Legacy siegreich. Sehr interessanter Bild. Auf zwei Basen hier einfach den All-In gespielt. Mit Stalkern und die Tees. Ich glaube, ich sollte auch viel öfter die Tees spielen, wenn ich Protoss werde. Denn die sind doch extrem stark, gerade wenn man dann es schafft, hier die Detection rauszunehmen. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.